Die CDU verortet sich selber gerne in der Mitte. In der Mitte gewinnt man Wahl. Und so findet der Generalsekretär heute klare Worte gegen einen vermuteten Angriff auf die Pressefreiheit von rechts außen. Die Pressefreiheit, übrigens auch die Freiheit des Rundfunks, haben Verfassungsrang. Das ist für uns eindeutig. Und da gibt es auch keinen Zweifel. Das Problem für die CDU ist, dass ausgerechnet einer der ihren fragwürdige Ansichten über Journalisten verbreitet hatte. Der Thüringer CDU-Direktkandidat Maaßen hatte am Wochenende wieder mal für einen Eklat gesorgt. In einem Interview wirft er NDR-Journalisten Verbindungen zur linksextremen Szene vor. Dann wäre das wirklich auch eine Untersuchung wert, dass auch die Biografie von einigen Redakteuren mal auf den Prüfstand gestellt wird, ob diese Leute die charakterliche Eigenschaft haben, auch in der Tagesschau, die Tagesschau durch Redaktion zu begleiten. Später ein leichtes Zurückrudern bei Twitter. Eine Gesinnungskontrolle journalistischer Arbeit durch die Politik dürfe es nicht geben. Die Frage, ob die Gesinnung von Maaßen wiederum zur CDU passt, spaltet die Partei wieder einmal. Für die CDU Deutschlands, für die CDU Niedersachsen ist ganz klar, wir grenzen uns von allen Tendenzen, die nicht fest auf unserem Fundament, nämlich unserem Grundgesetz und den Werten der Union stehen, ab. Wer diese nicht teilt, muss als Kandidat erst gar nicht antreten. Andere gehen weiter. Ein CDU-Europaabgeordneter nennt Maaßen einen selbstradikalisierten, verbitterten Mann. Ein CDU-Landesfraktionschef fühlt sich an dunkelste Zeiten erinnert, fordert Maaßens Rücktritt und ein ehemaliger Generalsekretär gar ein Parteiausschlussverfahren, auch im Wahlkampf. Während Parteichef Laschet selbst heute mal wieder gar nicht öffentlich zum Fall Maaßen redet, reden andere für ihn das Problem klein. Ich finde, da muss sich der Bundesvorsitzende nicht dazu äußern. Es gibt viele Äußerungen und nicht alles muss man kommentieren. Herr Maaßen ist jemand, der ganz, ganz weit rechts von der CDU steht. Aber bislang war alles das, was er gemacht hat, sicherlich so, dass es noch so eben im CDU-Spektrum passt. Was passt ins CDU-Spektrum? Was ist zu weit rechts, extrem rechts? Maaßen tänzelt auf dieser roten Linie seit Jahren. Provokationen, Entgleisungen, Beschwichtigungen. Die Extremismusforscherin Julia Ebner sieht eine Art Methode Maaßen. Dass er auch in der Vergangenheit schon immer wieder das Vokabular und die internen Codes von neurechten Gruppen und Verschwörungstheoretikergruppen verwendet hat. Also zum Beispiel Great Reset, Globalisten oder die neue Weltordnung. Und auch hier jetzt mit dieser letzten Aussage spielt er eigentlich extremistischen und antidemokratischen Bewegungen in die Hände, indem er ihr Bild einer Lügenpresse nochmal propagiert. Maaßen ist nicht die einzige offene Flanke ganz rechts. Die sogenannte Werteunion ist unter ihrem neuen Chef Max Otte längst Plattform und Nährboden für Verschwörungsmythen und extrem rechte Narrative. Hier Otte wenige Wochen vor seiner Wahl bei einer sogenannten Querdenken-Demo. Vieles führt, so wie wir es jetzt machen, direkt in die Diktatur und deswegen stehen wir und dagegen wehren wir uns. Wir sind nicht mehr in der Opposition, wir sind im Widerstand. Friedrich Merz ruft zum Austritt auf.